Hi und herzlich willkommen. Heute mal zu, ich will es mal sagen, ein Rechtfertigungsvideo meinerseits, da ich sehr oft unter Kommentaren, also das ist wahrscheinlich der häufigste Kritikpunkt, den ich in Bezug auf meinen Kanal unter meinen Videos sehe. Ich sei rechthaberisch und vor allem, ich würde keine anderen Meinungen außer meine eigene gelten lassen. Und meistens schreibe ich da auch direkt drunter und erkläre das, was ich in diesem Video auch erklären möchte, nämlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Meinungen und wissenschaftlich bestätigten Fakten. Das ist der Hauptpunkt. Wenn zum Beispiel jemand der Meinung ist, dass die Erdanziehungskraft nicht existiert, dann ist das keine Meinung, sondern dann ist das eine Unwahrheit, dann ist das eine Lüge. Der Meinung zu sein, dass die Erdanziehungskraft nicht existiert, ist keine Meinung. Das ist Irrsinn. Bei den Beispielen offensichtlich ist, das ist in anderen Bereichen der alternativen Gesundheitsszene für viele Leute eben nicht so offensichtlich, weil sie das entsprechende Hintergrundwissen nicht haben. Der Meinung zu sein, dass zwischen Oktober und März in Deutschland kein Vitamin D synthetisiert werden kann, ist schlicht und ergreifend eine Lüge. Man kann auch in Bezug auf Vitamin D und Vitamin D-Synthese unterschiedlicher Meinung sein und auch in Bezug auf Vitamin D-Supplementierung zum Beispiel unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber zu behaupten, in Deutschland würde zwischen Oktober und März kein Vitamin D produziert, stimmt nicht. Und ich habe eine totale Abscheu gegen Lüge und Unwahrheit. Und dann werde ich unglaublich rechthaberisch, wenn ich sage, das stimmt nicht, du erzählst Schwachsinn, das ist totaler Bullshit, das geht nicht. Ich habe zum Beispiel einen Kommilitonen, der auch zuschaut, meistens hier, also schöne Grüße an dieser Stelle, der Meinung ist, er solle Vitamin D supplementieren. Für sich in Deutschland aufgrund seines Verhaltens, seines Umgangs mit Sonne, seines Lebensstils. Und ich bin der Meinung, ich sollte nicht Vitamin D supplementieren. Für mich. Und das sind Meinungen. Zu sagen, es wird gar kein Vitamin D synthetisiert, weder bei ihm, noch bei mir, noch in Deutschland in 6 Monaten, ist Schwachsinn. Und da werde ich dann sehr rigoros. Und das finden Leute häufig zum Kotzen. Und halten mich dann für rechthaberisch oder denken, ich halte mich an Dogmen. Aber ich halte mich da an wissenschaftlichen Fakten. Und wenn jemand diese wissenschaftlichen Fakten nicht berücksichtigt und zu wissenschaftlichen Fakten einfach eine andere Meinung hat, die nie wissenschaftlich irgendwo bestätigt wurde, dann habe ich es hier mit einer Lüge zu tun und Lügen gehören zerstört. Irgendwie. Ich hoffe dann immer, mit Argumenten dagegen anzukommen, aber meistens ziehen die Leute sich dann einfach nur zurück oder es kommt einfach nur eine Beleidigung und das war's dann. Das Problem, wenn man mit Lügen rumläuft und die anderen Leuten erzählt, die diese Lügen sofort erkennen, ist, man macht sich lächerlich. Ich habe da mal ein Video zugeschickt bekommen von dem Rohköstler Tim Van Orten. Der ist auch von Haus aus gelernter Schauspieler, war damit auch nicht so wahnsinnig erfolgreich und hat irgendwann angefangen, Ausdauersport zu betreiben und vor allem zu laufen. Und das vor allem in die Vertikale. Also der läuft nicht immer nur lange Strecken, der läuft Berge hoch und Hochhäuser hoch und solche Sachen. Und hat eine Website geschaffen, die sich Running Raw nennt. Und Tim Van Orten ist damit ziemlich bekannt geworden, ziemlich populär geworden und kennt natürlich auch die übliche Rohkost. Theorie in dem ganzen Bereich. Und er ist halt so bekannt und populär geworden, dass er zu irgendeiner Universität mal für irgendeinen Vortrag, zu einem Symposium, weiß der Geier, irgendwas eingeladen worden. Und da ist ihm genau das passiert, wovor ich euch warnen will, wenn ich sage, das ist Bullshit, das kannst du nicht erzählen, damit machst du dich lächerlich. Er hat sich dann auf die Bühne irgendeiner Universität gestellt und über Rohkost erzählt und gesagt, dass dann die Magensäure, dass die Enzyme aus Pflanzen, dann wenn man die isst, vom Körper aufgenommen werden und dadurch selber mehr Enzyme synthetisiert werden und das Kochen diese Enzyme denaturiert, dass man das deswegen roh essen muss. Und da hat natürlich einer von den Wissenschaftlern, die dann im Raum saßen, Biochemiker oder was, vielleicht auch noch nicht mal das, gesagt,
Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt wissenschaftlich überhaupt gar nicht. Die Magensäure denaturiert alle Eiweiße und Enzyme sind Eiweiße. Und deswegen können über den Magen Enzyme nicht aufgenommen werden. Das ist Blödsinn. Und Timon Orton sagte dann in diesem Video, er habe sich so in Grund und Boden geschämt. Das war ihm so peinlich. Er fühlte sich so an den Pranger gestellt und auch verarscht von den Rohkostlehrern da draußen, auf die er reingefallen war. Und seitdem würde er nur noch wissenschaftlich vorgehen. Er hat sich danach in Bücher versenkt und alles versucht rauszufinden, was er irgendwie rausfinden konnte, damit er nie wieder so doof dasteht und was erzählt, was nicht stimmt, was Bullshit ist, was keine Meinung ist, sondern wo wir Fakten zu haben. Wir haben auch in der Wissenschaft noch nicht alles faktisch geklärt. Zum Beispiel, wenn man sagt, Herz-Kreislauf-Erkrankung, ja klar, Katastrophe, aber was ist die Hauptursache, Fett oder Zucker? Darüber wird sich noch gestritten. Aber wir sind uns völlig einig darüber, dass die Haupttodesursache in der westlichen Welt Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind und dass man was dagegen tun muss. Und wir sind uns eigentlich auch einig, dass sowohl Zucker schlecht ist, als auch das gesättigtes und zu viel Fett schlecht ist. Worüber wir uns noch nicht einig sind, ist, wer hat den größten Anteil an der Katastrophe der Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Ja, und bitte unterstellt mir nicht, dass ich Meinungen nicht gelten lasse, die keine Meinungen sind. Ihr könnt der Meinung sein, dass ich, keine Ahnung, dunkelhaarig besser aussehen würde als mit meiner natürlichen Haarfarbe. Ihr könnt der Meinung sein, dass ich mir mehr Make-up ins Gesicht schmieren soll oder weniger Make-up. Ihr könnt der Meinung sein, dass Regen ein schöneres Wetter ist als Sonnenschein. Ihr könnt der Meinung sein, dass die SPD eine bessere Bundesregierung stellen würde als die CDU. Dazu kann man Meinungen haben, aber man kann keine Meinungen zu wissenschaftlich bestätigten Fakten haben, die anders sind. Es sei denn, man ist Wissenschaftler und kann seine Meinung wissenschaftlich plausibel bestätigen. Es ist nicht oft passiert in meinem öffentlichen Auftreten, sage ich jetzt mal als Blogger oder auch als YouTuber, dass mich jemand davon überzeugen konnte, aufgrund von plausiblen Belegen, dass meine Meinung falsch war. Es ist aber schon passiert. Es ist da passiert, als ich die Rohkost drangegeben habe, weil da jemand kam und mir gesagt hat, hier aber guckt, das sind die Forschungsergebnisse von Esselstyn und Ornish und das sind Ärzte und das ist da und da veröffentlicht und da, hier geht es nicht um Rohkost, aber hier geht es sehr wohl um wenig Fett. Ich kam von Rohkost zu Graham mit 80-10-10 und über Graham, ich glaube, Graham hat eigentlich die Rohkost-Szene zerstört, so wie sie damals war, als ich noch in der Rohkost-Szene war, indem er uns gesagt hat, hier, man sollte eher 80-10-10 essen und eben nicht das viele Rohkostfett. Und eine 80-10-10-Ernährung ist ja auch das, was McDougall macht oder auch was Ornish macht oder auch was Esselstyn macht, einfach das Fett weglassen. Da haben wir wissenschaftliche Beweise für und da ist sich auch grundsätzlich die gesamte Ernährungsszene einigt, dass wir mehr Pflanzen essen müssen, dass wir tierische Sachen reduzieren müssen, dass wir ungesättigte Fette Fetten gegenüber bevorzugen sollen, dass viel vollwertig gegessen werden muss. Wir sind uns da noch nicht so 100% einig, ob man nur 10% Fett essen darf oder ob es auch bis 35% sein darf, wenn es kein gesättigtes Fett ist und wenn es pflanzliches Fett ist. Aber wir sind uns schon einig, was schlecht ist und was eher förderlich ist. Und wenn dann jemand kommt und genau das Gegenteil behauptet, nämlich dass es förderlich ist, gesundheitlich förderlich, 70% Fett zu essen, wie in einer Low-Carb-Ernährung oder so, dann befindet der sich da nicht im Bereich von da kann man eine Meinung drüber haben, sondern es ist faktisch belegt, dass das dauerhaft nicht gut ist. Das mag initial gut zu sein, um Gewicht zu verlieren, aber sich dauerhaft so zu ernähren, bringt alle Zivilisationskrankheiten. Das bringt viel zu wenig Ballaststoffe mit sich. Das bringt viel zu viel Fett mit sich. Das zerstört auf die Dauer den Körper. Es macht ihn, es übersäuert ihn. Nichts mehr funktioniert dann richtig. Das ist Kacke. Und es gibt vereinzelt 1, 2, 3 Wissenschaftler, die da eine andere Meinung zu haben. Wobei ich mich mittlerweile
Also das einzige Buch, wo ich mich rangetraut habe von einem Arzt, der eher Low Carb empfiehlt, das war halt das von Dr. William Davis, die Weizenwampe. Und das hat mich, da habe ich ein eigenes Video drüber gemacht, verlinke ich euch auch gerne, hat mich null überzeugt. Deswegen traue ich mich an Dr. Perlmutters Buch, Dumm wie Brot, überhaupt gar nicht ran, weil ich mich wahrscheinlich, wenn ich das lese, wieder nur aufrege, weil da alles wieder falsch dargelegt ist oder es wieder nur das Gluten ist oder wenn er Kohlenhydrate verdammt, er nur über raffinierte Kohlenhydrate redet. Und jetzt schweife ich schon wieder weiter aus, als ich eigentlich aufschweifen möchte. Bitte, ihr könnt mit mir gerne wissenschaftlich diskutieren und mir Beweise vorlegen, warum die Erdanziehungskraft nicht existiert. Ihr könnt aber nicht einfach nur der Meinung sein, dass die Erdanziehungskraft nicht existiert. Das geht nicht, das ist Lüge. Und wenn ganz, ganz offensichtliche Sachen von jemandem bestritten werden, der sagt, ich habe da eine andere Meinung zu, so wie der eine schizophrene Patient, mit dem ich mal in einem Anamnesegespräch geführt habe, der Meinung war, dass sowohl die CIA als auch die SS als auch der verstorbene Nazi Rudolf Hess hinter ihm her sind. So seine Meinung. Dann ist man irre, wenn man solche Meinungen hat. Das ist leider völlig klar, weil jemand Totes nicht hinter einem her sein kann, es sei denn, man glaubt an Geister und so weiter. Aber da braucht man sich wirklich auch nicht wundern, wenn man einfach nie ernst genommen wird. Oder gegebenenfalls sogar für psychisch krank gehalten wird. Ja, okay, das soll das gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Ich hoffe, ihr seid keiner der Leute, die komische Meinungen vertreten und mich dafür kritisieren, dass ich diese Meinungen nicht respektiere. Die kann ich deswegen nicht akzeptieren, weil sie Lügen sind. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Falls ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert mich und ansonsten sage ich ciao, bis bald, eure Silke.